Es ist beim Schleifen wie bei jeder handwerklichen Tätigkeit, wenn man nicht vernünftig sieht, was man macht, dann wird das alles nichts. Ich muss hier für ein neues Projekt ein paar Nähte einebnen, habe hier ein kleines Muster. Und wenn man solche Nähte einebnet, da gibt es ein geniales Hilfsmittel. Und das sind Schleifscheiben, durch die kann man durchgucken. Absolut genial. Ich habe sowas schon mal hier vorgestellt. Das sind solche Scheiben, die haben meistens irgendwo den Zusatz View. Das habe ich hier einmal als Fächerscheibe, hier einmal als Kompaktschleifscheibe. Absolut geniale Sache. Die Kompaktschleifscheibe ist hier noch speziell verstärkt. Aber diese Fächerscheiben, die sind im Prinzip nur ganz einfach ausgeklinkt. Und wenn man dann nachguckt, was sowas kostet, so eine schlanke Fächerscheibe kostet 7,49 Euro. Wahnsinn! So eine Scheibe hier kostet 1 Euro. Das heißt, für diese Ausklinkung zahlt man mal schlanke 6,49 Euro. Finde ich viel, viel zu teuer. Und darum bastle ich mir sowas ganz einfach selber. Kann man innerhalb von einer Minute selber machen und man hat absolut den gleichen Effekt. Wer diesen Effekt noch nicht kennt, das zeige ich euch natürlich auch. Das ist absolut genial. Wenn ihr rotiert, durch diese kleinen Öffnungen hier sieht es so aus, als wenn die Scheibe durchsichtig ist. Und plötzlich sieht man wirklich, was man hier schleift und kann natürlich viel zielgerichteter schleifen, hat nicht so schnell das Problem, dass man hier irgendwas unterschleift. Das ist gerade bei speziellen Nähten oder speziellen Arbeiten, wo man wirklich sehr genau arbeiten muss, ein absolut geniales Hilfsmittel. Und der Effekt, wenn man den so das erste Mal sieht, ist wirklich auch eine schöne Sache. Aber 7,49 Euro, dann nehme ich lieber meine 1-Euro-Schleifscheibe. Die habe ich hier extra schwarz lackiert, damit kein Hersteller sich aufregen muss. Und verwandle die innerhalb von Sekunden oder Minuten ganz einfach auch zu so einer View-Schleifscheibe. Und wie gut das geht, das zeige ich euch natürlich. Zwar brauche ich hier eine vernünftige Dreierteilung. Das heißt, ich habe hier hinten 6 Löcher. Kann ich das genau absehen? Das heißt, hier einmal, da einmal. Dann hat man schon mal die Dreierteilung. Jetzt habe ich hier so einen Zentrierwinkel und mit diesem Zentrierwinkel kann ich das Ganze dann schön verlängern, dass ich die Anrisse hier natürlich auch vernünftig sehe. Muss nicht so hundertprozentig sein, aber so ungefähr. Für das Video machen wir es natürlich noch ein bisschen genauer. Ich habe mir hier nochmal die Mitte angerissen, das heißt, der Abstand hier nach außen sind 30 mm, habe ich 15 mm angerissen. Hab einen Holzklotz. Den Holzklotz habe ich hier ganz einfach mit einer Schraubzwinge befestigt auf meinem Schweißtisch. Kann man auch in den Schraubstock reingehen, aber wenn man hier irgendwas hat, ist nicht verkehrt, weil ich will hier gleich bohren. Dann dreht die Scheibe hier gegen und dann ist die gleich befestigt. Dann braucht man die Scheibe nicht in irgendeiner Form spannen, weil wenn man die Scheibe spannt, verdrückt man die. Das wäre so ein bisschen ungesund, aber wie gesagt, so ein Holz ist nicht verkehrt. Zum Bohren nehme ich ganz einfach eine Lochsäge. Ich habe hier die ganz einfache Akkubohrmaschine, die nehme ich sonst wirklich nur noch zum Entgraten. Das ist ein ganz einfaches Parkside-Teil. Und dann habe ich hier eine Lochsäge und die Lochsäge hat den Durchmesser 30. Wahrscheinlich würde 28 oder so auch reichen. Ich habe 30 genommen, weil halt, wie gesagt, dieser Abstand, das ist bei allen Fächerscheiben eigentlich immer gleich, ist genau 30. Und diese 30 mm, die kann ich dann genau ausbohren. Und das machen wir jetzt mal ganz einfach. Jetzt steht hier die ein oder andere Ecke noch mal so ein bisschen über, aber das reicht im Prinzip. Also sollte man wirklich keinen Akt von machen, auch dass man das hier noch irgendwo wegschleift. Ich habe einmal die Ecken hier ganz kurz am Bandschleifer, aber muss man wirklich auch nicht. Und das ist wirklich eine perfekte View-Scheibe, da kann man hundertprozentig gut durchsehen. Das zeige ich euch natürlich auch. Im Normalfall mache ich das gar nicht so ordentlich. Das ist eine Scheibe, hier sieht man auch schon, da habe ich schon kräftig mit geschliffen. Und hier habe ich nicht mal auf die Dreierteilung geachtet. Einfach frei Schnauze, kurz
mit der Lochsäge hier die Löcher reingeballert und dann angefangen zu schleifen. Wenn hier nochmal so ein Stück übersteht oder so, das ist auch völlig egal. Der Effekt ist wirklich da, so wie man hier eine gewisse Größe der Löcher hat oder dieser Ausklinkung hat, und dann funktioniert das Ganze auch. Also es ist wirklich alles andere als ein Hexenwerk, und man sieht auch, dass hier wirklich nichts beschädigt ist. Das ist schön einfach durchgebohrt. Ich habe es mal mit einem Stufenbohrer probiert, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Also eine Lochsäge ist die deutlich bessere Auswahl. Es gäbe vielleicht auch irgendwelche Möglichkeiten, das hier auszuklinken. Ist mir aber alles viel zu aufwendig. Ihr habt das gesehen hier, wenn wir eine Minute dafür rechnen, es ist auch alles safe hier, braucht man sich keine Gedanken machen. Das drückt hier einfach gegen, kann nicht weg in der Form. Bohrt man ein bisschen vorsichtig, und dann hat man das hier innerhalb kürzester Zeit erledigt. Wenn ich mal ein Projekt habe wie jetzt, dann werde ich mir gleich 5 Stück auf einmal machen, dann räume ich den ganzen Dreck wieder weg und dann geht es ans Schleifen. Schleifen ist ein gutes Thema. Ich nehme hier mal meinen Langhals-Akku-Winkelschleifer und dann probieren wir mal, ob wir hier auch so schön durchsehen können. Ich finde, das ist ein absolut genialer Effekt, wenn man das jetzt das erste Mal sieht. Erstmal mit diesem schwarzen Halter und dann habe ich hier dieses rote Auto. Das sieht man da so auch richtig schön durch und da kommt der Kontrast noch besser. Wir schleifen natürlich gleich damit. Vorher wollen wir noch mal kurz das Thema Sicherheit besprechen. Ich habe ungefähr 10 von diesen Scheiben schon ausgeklinkt, habe noch nicht einmal ein Problem gehabt. Gehe davon aus, dass das wirklich auch eine sehr sichere Variante ist. Ich mache mir da für mich keine Sorgen. Das ist aber auch eine Sache, die ich persönlich mache. Muss jeder immer wissen, was er irgendwo macht. Dann ist es natürlich so, ich habe hier einen Winkelschleifer, das ist so ein Langhalswinkelschleifer, und der hat hier einen vernünftigen Schutz. Der Schutz ist so positioniert, dass ich hier wirklich abgeschirmt bin. Wenn hier sich irgendwas löst, dann durch die Rotation kanalisiert sich das hier drin und wird weggeschossen von mir. Wer ohne so einen Schutz arbeitet, das ist wirklich lebensgefährlich. Man kann mit der Hand hier reinrutschen und genauso kann ein Teil abspringen und auf einen drauffliegen oder auf einen zufliegen. Das ist so 2 Punkte zum Thema Schutzausrüstung. Ich habe vernünftige Lederhandschuhe an. Wenn ich hier arbeite mit dem Winkelschleifer, mache ich immer. Und ich habe eine vernünftige Schutzhaube, nie nur eine Brille. Man sollte nie nur mit einer Brille, mit einem Winkelschleifer arbeiten, weil es tatsächlich so, dass ich hier auch mal schnell irgendwas lösen kann, durch die Gegend fliegen kann. Und wenn die Augen geschützt sind, ist schön und gut, aber wenn das irgendwo daneben am Kopf einschlägt, ist natürlich auch extrem gefährlich. So eine Haube hier kostet, glaube ich, aktuell 11, 12 Euro. Und die geht sogar hier oben noch rüber, dass der ganze Kopf hier vernünftig geschützt ist. Kann ich auch gerne noch mal in der Beschreibung verlinken. Habe ich ungefähr vor 1,5, 2 Jahren vorgestellt und das ist immer noch meine erste. Funktioniert immer noch. Habe ich eben mal ein bisschen sauber gemacht und dann können wir jetzt loslegen und können schleifen. Im Prinzip muss aber immer jeder selber wissen, was er macht. Ich zeige einfach nur, was ich ab und zu mal mache und was bei mir wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich muss immer ganz ehrlich sagen, es geht im ersten Moment nicht mal um das Schleifergebnis, sondern um das Schleiferlebnis. Das ist einfach toll, wenn man durch diese Scheibe so durchgucken kann. Ich habe hier erstmal diese Chrom-Nickel-Stahl-Edelstahl-Schweißnaht eingeebnet, habe noch so ein paar Restbleche eingeebnet, also alles, was das Herz so begehrt, was man hier hat. Und man sieht dann irgendwann, hier ist der helle Rand, da sieht man ganz normal, das ist die gekaufte Scheibe. Also man sieht da nicht unbedingt besser durch, eher im Gegenteil. Das ist also wirklich kein Hexenwerk, sich so eine Scheibe herzustellen. Ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht, sonst würde ich sowas hier auch nicht weitergeben, möchte aber jedem immer sagen, es ist immer von jedem die private Sache, was man da macht. Irgendwann bin ich auf einen 230 Volt Winkelschleifer umgewechselt. Vorher gucken wir uns die Scheibe an, also hat so ein paar Spuren schon, aber nichts Gravierendes, die zersetzt sich definitiv nicht. Und mit einem 230 Volt Winkelschleifer kann man dann natürlich nochmal richtig Gas geben. Akkugeräte sind immer okay, auch die billigen, gerade für so kleine Arbeiten. Aber wenn man mal richtig was einebnen will, ich habe hier noch diese Würfel, da mache ich auch immer so Versuchsschweißnähte dran, beziehungsweise schweiße da mal mit Leuten dran ein bisschen rum und dann kann man das hier alles mal einebnen. Einfach nur, weil es Spaß macht, weil man so schön durchgucken kann. Das ist jetzt ein bisschen schneller gefilmt, damit man auch sieht, dass die Scheibe auch wirklich eine gewisse Standzeit hat. Standzeit wird durch die Ausklinkung natürlich reduziert. Das sollte man natürlich nicht irgendwo vernachlässigen, aber im Prinzip, gerade für Sachen, wenn man schön sehen will, was man schleift oder so, ist das ein absolut genialer Effekt. Kann ich wirklich nur empfehlen. Probiert das ruhig mal aus, egal ob ihr euch so eine Scheibe kauft oder selber baut. Aber ich muss immer sagen, für 6,49 Euro so eine Scheibe oder 7,49 Euro, ich glaube 7,49 Euro war es, da bin ich einfach raus.
Das ist mir viel, viel zu teuer und man muss ganz klar sagen, wenn man so eine Erfindung hat, so ein Patent anmeldet, dass man da so ein bisschen mehr Geld für nimmt, das kann ich verstehen, aber irgendwo sollte man die Kirche auch im Dorf lassen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und beim Schleifen. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da für eine Meinung zu habt. Bis dann, euer Manni.